Hallo, meine lieben Thermi-Freunde. Ja, letzte Woche hat die Birgit Nowak, die kennen wir wahrscheinlich fast alle von Facebook her, hat ein Kartoffelpüree gepostet mit einer Rahmsoße. Die Rahmsoße ist von der Rezeptwelt. Ich habe sie sofort ausprobiert und nachgemacht und war total begeistert. Sie ist wirklich sehr, sehr lecker und schmeckt ein bisschen so wie ein wie sagt man da, Fertigfix-Produkt. Ich sage es jetzt nicht, welche genau, aber sie schmeckt wirklich super. Sie geht total einfach, sind auch wenig Zutaten und man hat wirklich eine Rahmsoße. Die machen wir jetzt einfach zusammen. Ich habe sie jetzt probiert und war total begeistert und darum mache ich sie jetzt heute extra nochmal für euch. Ich friere sie mir einfach ein, weil brauchen tue ich sie eigentlich gar nicht, aber ich muss sie euch unbedingt zeigen, weil sie wirklich so lecker ist. Als erstes geben wir eine Zwiebel in den Mixtopf. Die Zwiebel habe ich mir geviertelt. Die kommt rein. Mein Deckel. Da ist er. Die zerkleinern wir uns jetzt, wie immer, 3 Sekunden auf der Stufe 5. Die Zwiebel schieben wir uns jetzt schön nach unten. Dann kommen dazu 15 Gramm Tomatenmark und 20 Gramm Butter. Ich habe sie mir in Stücke geschnitten, die Butter, und sie ist jetzt auch nicht ganz hart. Das geben wir dazu. Jetzt erhitzen wir das Ganze, und zwar 3 Minuten. Auf Varoma, Stufe 2. So. Jetzt kommen auch schon die restlichen Zutaten dazu. Das wären 30 Gramm Mehl, 300 Wasser, 200 Milch, 1,5 Teelöffel Gemüsebrühpaste, 1 Teelöffel italienische Kräuter. Ich habe jetzt Kräuter der Provence, habe ich genommen, hat super funktioniert. Und ein bisschen Paprika-Gewürz. Einfach den Edelsüß. Jetzt wird die Soße gekocht, und zwar 10 Minuten auf 100 Grad. Und die Stufe 2. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Wir setzen nicht den Messbecher auf, sondern das Garköpfchen setzen wir drauf. Das hole ich jetzt natürlich noch und setze das mir oben drauf, und in 10 Minuten sehen wir uns dann wieder. So, jetzt machen wir auch schon weiter. Jetzt ist sie schon fast fertig. Und zwar kommt jetzt noch dazu 1 Teelöffel Sojasauce. Und ein bisschen Salz und Pfeffer, so nach eurem Geschmack. Also würzt lieber erstmal vorsichtig. Jetzt setzen wir unseren Deckel wieder auf und stellen unseren Thermi das letzte Mal für heute. 25 Sekunden auf die Stufe 8. Fertig. Also eine Farbe hat sie, ich sag's euch wirklich, eine richtig schöne Rahmsoßenfarbe.
Ich fülle sie mal um, damit ihr das besser sehen könnt, wie die aussieht. Zur Seite. So, jetzt schaut mal hier. Das schaut doch mal richtig, richtig, richtig lecker aus. Und schmecken tut's, das weiß ich. Wir haben sie schon gehabt. Und Gnocchi dazu. War wunderbar lecker. Mmh. Ein Traum. Nachwürzen muss ich gar nichts. Also seid vorsichtig mit dem Salz und mit dem Pfeffer. Nachwürzen kann man immer noch. Jetzt komme ich noch mal runter zu euch. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vor allem danke an die Birgit, wenn sie immer so tolle Rezepte postet auf Facebook. Und das, was sie postet, das schmeckt auch. Und das muss ich einfach probieren und euch weitergeben. Also macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Tammy Manu.